Feierabend-Blitzrezepte. Also Feierabend-Blitzrezepte. Es geht schnell, unkompliziert. Nicht die große, aufwendige Sterneküche, sondern ratzfatz. Und zwar würde ich gerne mit euch in Grillkäse zubereiten. Also in Grillkäse. Ja. Nicht Grillkäse kaufen, die schmecken nicht. Ich habe hier ein schönes Stück Bergkäse oder auch ein Gruyère. Und dazu ein Aprikosen-Ragout. So, lecker. Und wenn ihr keine Aprikosen bekommt, ja, die sollten auch so ein bisschen weich sein, dann könnt ihr auch gut und gern Pfirsich nehmen. So, die Aprikosen werden halbiert, dann kommt der Kern raus. Ja, also alles kein großer Hack. So, ich liebe Aprikosen. Wie gesagt, geht auch sehr gut mit Nektarinen oder mit Pfirsichen. So, und dann werden die Kameraden in Streifen geschnitten. Und dann werden die mit ordentlich Zucker und ein bisschen Essig schön karamellisiert. Okay, also Pfanne, heiß, kommen die hier rein. Und auf die Menge, meine Lieben, gibt ihr so ein bisschen Rohrzucker. Ja, von braunen Rohrzucker kann man ja überall kaufen. Der kommt dazu, der schmilzt so ein bisschen, ein paar Tropfen gutes Olivenöl dazu. Und jetzt mal schön karamellisieren lassen. So, vielleicht ein bisschen Wasser noch. Alright. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das Ganze schön lecker einkocht. Hier kommt schwarzer Pfeffer dazu. Und vielleicht Ingwer. Ja, wenn ihr Bio-Ingwer kaufen solltet und den bekommt, dann würde ich euch das empfehlen. Der schaut nicht nur schöner aus, der schmeckt vor allem auch saumäßig gut. Und den Ingwer, ich mache das immer so, dass ich den mit dem Löffel schäle. Und dann mit meiner tollen Reibe hier, Reibe, zack, kommt unten der Ingwer raus und einmal so unsere Aprikosen dazu. So. Und das lasse ich jetzt köcheln, vielleicht 5 Minuten, okay? 5 Minuten. Schön. Jetzt sind die Aprikosen weich und dann... Wenn man mich fragen würde, Christian, was ist deine Lieblingszutat, dann ist es Mango-Chutney seit Jahren. Gibt es in jedem Supermarkt. Kauft es mal. So ein Esslöffel Mango-Chutney dazu. Das klingt so ein bisschen süß, ein bisschen säuerlich. Ich habe jetzt Löffel aus der Hand. Sehr lecker. Zum Käse komme ich ganz zum Schluss, aber vorher würde ich gerne so einen Brotchip machen. Nehmt ein dunkles Brot, ein ganz normales dunkles Brot, und schneidet mit einem scharfen Messer so ganz dünne Scheiben. Das Messer hier nennt sich Laserschwert. Ja? Das ist krank, völlig krank. Und dann gibt es ein Schlückchen Olivenöl in die heiße Pfanne. Das dünn geschnittene Brot dazu. Eine Prise Salz. Du lässt das Brot wirklich kurz rösten lassen. Nur kurz. Ist ja auch hauchdünn geschnitten. Seht ihr das? Kurz rösten lassen, sonst verbrennt es. Und das wollen wir nicht. Raus aus der Pfanne. Und fertig ist der Brotchip. Jetzt nehmt ihr einen guten Bergkäse oder ein Gruyère, so wie ich hier. Gebt dazu etwas Pfeffer. Ich muss das einfach so sagen. Hier. Und das ist ein... Ich will ja nicht Werbung für mein eigenes Produkt machen. Doch, mache ich. Weil dieser geschrotete Pfeffer mit etwas Salz ist wirklich eine kulinarische Freude. Und dann mit diesem In-Love Gourmet-Pfeffer kommt der Käse direkt jetzt hier rein. Achtung, in die heiße Pfanne. Obendrauf natürlich auch noch ein bisschen was von dem Pfeffer. Und dann geht es eigentlich relativ schnell. Der Käse muss so ein bisschen anbraten unten, darf nicht ganz schmelzen. Ja? Tolle Alternative zu normalem Grillkäse, ja, den man so kaufen kann, den ich aber nicht gut finde. Nehmt einen frischen, ehrlichen, guten Käse, ja, kurz anschneiden, einmal halbieren, dass man eine dünne Scheibe hat, und dann pro Seite vielleicht so eine Minute garen lassen. Ha! Wollt ihr die mal?
empfehle ich. Hier riecht es nach Käse. Aber sehr geil, ja. Tolle Alternative, oder nicht nur Alternative für Fisch und Fleisch. Wie viel Käse? Sehr lecker. Jetzt die Aprikosen, ja, die sind schön weich. Einmal eine große Portion hier auf so einen schönen Teller. Und dann der Käse. Seht ihr das? Der schmilzt natürlich ein bisschen. Genauso muss das sein. Der soll unten weich sein, soll aber die Konsistenz noch beibehalten. Und der kommt jetzt vorsichtig, schmelzenderweise hier auf die Aprikosen. Und unten, meine Lieben, ist der so ein bisschen angebraten. Ein Wahnsinn. So, das knusprige Brot. Hier so ein bisschen mit dazu anlegen. Aber einfach so. Und mehr brauchen wir nicht. Vielleicht noch ein Schlückchen geniales Olivenöl dazu. Das ist für mich Kochen. So funktioniert Kochen heute. Feierabend-Blitzrezepte à la Christian Henze. Nachkochen, kommentieren und ich zähle auf euch. Guten Appetit.